Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Teil des Jurassic Mocs. Ich habe ein bisschen an was rumprobiert, habe ein bisschen Untergrund gemacht und ich denke, wir fangen einfach mal an. Wir fangen an, das Tor geht ja bis hier, das haben wir letztes Mal schon gehört, oder hinten seht ihr schon ein bisschen was, hier auch. Dann gehen wir immer mal hier rüber, hier steht ein neuer Baum, hier in der Ecke steht ein Busch, ich weiß jetzt nicht, ob der letztes Mal auch schon stand. Genau, dann haben wir hier schon ein bisschen Untergrund vorbereitet. Und ansonsten habe ich dann hier vorne quasi weitergemacht. In dem Muster quasi geht es hier weiter und das geht dann hier in so ein bisschen verdörrtes Gestrüpp über. Hier muss ich mir noch mal was überlegen, das sieht noch nicht so gut aus. Mit so Dornen und so ein paar Ranken. Dann haben wir hier das Tor. Aber ich kann das ja gerade mal zusammenschieben. Sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Ich bin relativ zufrieden. Auch hier der Übergang ist mir sehr gut gelungen. Wir haben tatsächlich ein kleines Problem. Meine Blätter sind mal wieder fast alt. Ich glaube, Sonntag spät kommt ein kleiner Livestream. Ich habe noch einen Pick-up-Wildbecher. Den muss ich unbedingt ausparten, da sind nämlich auch noch ein paar Blätter mit drin, ansonsten muss ich neue kaufen. Genau, dann gehen wir hier am Tor vorbei. Da muss ich nochmal, das baue ich nochmal digital. Und guck dann einfach, welche Teile ich in welcher Farbe brauche und bestelle die dann auch. Dann haben wir hier einen kleinen Fütterungsplatz, angelehnt an die Szene mit der, was, die Ziege oder die Kuh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube beim T-Rex war es die Ziege. Irgendwie so war das, da war eine Szene, wo die Ziege gefressen wird. Genau, sowas ähnliches habe ich jetzt hier halt mit diesem Schwein gemacht. Untergrund, da kommen dann natürlich auch ganz viele Pflanzen drumherum leicht und hier hinten ein bisschen höher wahrscheinlich. Oder halt nicht, muss ich mal gucken, vielleicht kommt es auch noch ein Stück nach vorne. Hier habe ich halt noch ganz viel Platz. Wie gesagt, hier der Untergrund, da kommt dann auch sowas drauf wahrscheinlich. Aber mit den Fahnenteilen, die habe ich hier nämlich noch gar nicht drin. Dann springen wir auch schon wieder hier hinter. Da haben wir hier nämlich noch einen kleinen Raptor rausgucken. Der schaut schon auf das Schwein. Und er überlegt, ob er es mal angreifen soll. Und dann gehen wir auf. Hier seht ihr jetzt das komplette Jurassic Mock. Ich hoffe, euch hat das neue Update-Video gefallen. Ciao, bis zum nächsten Mal.